Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder schön, dass ihr noch da seid. Je nachdem, wir sind immer noch in der Kanalisation unterwegs. Und von da sind wir gerade gekommen, glaube ich. Sind wir gerade von da gekommen? Wo sind wir hier gerade? Jetzt bin ich verwirrt. Nein, wir sind gerade von oben gekommen. Wir müssen hier runter. Ja, Don Corneo hat uns hier runtergescheucht und uns sein kleines Haustier an den Kopf, auf den Hals gehetzt. Und ich wäre das Gefühl nicht los, dass das Viech nochmal kommt, denn es ist einfach irgendwo weggelaufen und war nie wieder gesehen. Oder es macht jetzt den Olifanten und rennt bis zur Ostküste und wieder zurück. Die Westküste. Aber egal. So. Hier sind wir. Ernsthaft? Du kannst hier nicht hochgehen? Das ist doch ein Scherz. Das ist ein Scherz. Also diese kleine Stufe hättest du hochgehen können. Um dann hier auf der anderen Seite runter zu gehen. Hier ist wieder so ein Ding zum Überfluten. Das machen wir einfach. Mal gucken, was dann passiert. Das Ding geht dann runter. Ah! Okay. Ich gehe vor und sehe mich um. Verstehe. Aber es sind immer noch so Sachen. Und dann lass da mal rüber wandern. Gefährlich. Verdammt. Meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Hm? Aeris, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Aeris, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. Hm? Das sah jetzt aber nicht aus, als ob da irgendwas geplatzt wäre. Da ist doch irgendwas unten drunter geschwommen. Ja, da hat irgendwas gerülpst. Habe ich auch gehört. Moment. Da oben. Da oben leuchtet eine Materie. Oder irgendein wichtiger Gegenstand. Was auch immer es ist, wir brauchen das. We need this. Hilft nichts. Rasen deine Gedanken wieder? Ja. Wir können die Zukunft noch ändern. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst. Denk einfach an was Schönes. Wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Dem geben wir ordentlich zu schleppen. Redet ihr über mich?
Tun wir nicht. Vielen Dank. Ach, was? Also, das war ja wohl knapp. So, da hinten, da müssen wir irgendwie rüber. Wir werden da schon einen Weg hinfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Moment. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir sind von da oben gekommen, hier rüber. Okay, ich hatte gerade eben so ein bisschen Gedanken, dass wir es verrafft hätten. Na, hoffentlich nicht. Ich krieg gerade ein mulmiges Gefühl im Magen. Schon wieder so ein, wir können hier nur langsam gehen, Weg. So, wo sind wir? Okay, hier gibt's gerade nicht so viel. Wir müssen halt hinterherlaufen. Hier können wir nochmal ausruhen. Hier können wir sicherlich auch noch irgendwas Schönes für uns kaufen. Gegenstände? Nee. Waffenrüstung. Mithrilreif. Ja. Nee. Na gut. Ruhen wir uns noch einmal kurz aus. Ich meine, das ist gratis. Ah, ich will da unbedingt rüber. Da muss es einen Weg geben. Ich bin mir ziemlich sicher. Der kann nicht einfach so versperrt sein. Oder wir brauchen dafür den Zugang von Don Corneo. Das kann natürlich auch möglich sein, dass er... Dass wir da nur später hinkommen. Dass das hier sozusagen der Weg wäre, den wir dann mit Don Corneo gehen können. Und dann kommen wir, keine Ahnung, irgendwie da unten raus oder so. Ach, dammit. Einfach nur ein riesengroßes Dammit. Wir haben doch hier alle Wege gesehen, oder? Ja. Das sieht gut aus, eigentlich. Es wirkt jetzt nicht, dass wir irgendwo einen Weg verpasst haben. Ich habe mich dafür eigentlich die ganze Zeit auch gut umgeguckt. Hier ist nichts. Das ist eine Sackgasse. Hier kommen Gegner. Oh, hier kommen keine Gegner. Aber hier gibt es einen geradeaus und hier gibt es einen... Das ist doch mal... Das ist doch mal was Gutes. Hier war doch eine Ratte. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe hier doch eine Ratte gesehen. Super, Wehrratten sind tot. Dafür haben wir eine neue Kiste. Was haben wir hier drin? Gravitosphäre. Okay. Lasst mich in Ruhe mit eurem Hightech-Kram. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nein, alles gut. Alles zu seiner Zeit. Jetzt ist erstmal Sektor 7 wichtig. Jawollo. Oh, noch mehr Krabben. Nom nom nom. Also manchmal wünsche ich mir ja, dass zumindest ein ATB-Balken schon gefüllt ist, wenn wir hier angreifen. Aber nee.
Nichts Besonderes an dieser Stelle. Nur ein Weg geradeaus. Und noch mehr Kanalisation und Wege. Haben wir hier irgendwas? Nein, nichts. Aber auch hier haben wir wieder... Hier gibt es geradeaus nochmal Kisten zum Zerschlagen. Und... Okay, hier geht's weiter. Also was ich schon mal ziemlich cool finde, ist, wie riesig die Kanalisationen hier gemacht werden. Weil, wie gesagt, oh, ich bin aus Versehen wieder auf die Taste gekommen. Weil eigentlich war das hier ja alles viel kleiner. Moment, laufe ich jetzt hier den richtigen Weg? Weiß ich nicht. Ich laufe nochmal zurück. Ich meine, wir hatten jetzt hier gerade eben so ein 50-50 Chance-Ding. Achso, die Kiste kann ich nicht zerstören. Meh. Nicht, der ist hier weg. Aha, hier ist noch mehr Zeug. Mehr Zeug ist immer gut. So, vielleicht lohnt sich der Weg, den wir hier gehen, auch. Oh, und Sahagin, das ist schon mal gut. Au, ich wollte ihm gerade ausweichen. Der kriegt ein bisschen Feuer ab. Und dann kommen wir auch hier schon um die Ecke gesprungen. Und metzeln den einfach nieder. Okay. Ist am Ende eine Sackgasse, aber eine Sackgasse mit einer Kiste. So. Und Seelenohrring. Wir können, also, es gibt eine Stelle, an die wir noch kommen. Die dauert auch nicht mehr allzu lang. Da drüben ist doch wieder was. So, das ist diese andere Kiste, wo wir nicht hinkamen. Oh, Blödsinn. Eine Materia liegt hier. Widerstand. Widerstand ist zwecklos. Es gibt hier auf jeden Fall eine Stelle, an der ich nicht gänzlich unvorbereitet loslaufen möchte. Und darum werde ich an der Stelle dann auch kurz eine kleine, naja, keine richtige Pause, sondern ich werde mich nochmal intensiver um die Charaktere und die Ausrüstung der Charaktere kümmern. Ha, das sieht ja interessant aus hier. Genau. Welche Stelle das sein wird, das werdet ihr eher dann irgendwann sehen. Aber jetzt im Moment ist Sektor 7... unser Ziel. Aber wir scheinen zumindest schon mal aus den Kanalisationen rausgekommen zu sein. Das ist mal was Gutes. Ha. Seht mal, geht es da etwa raus? Vermutlich. Ich frage mich, ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Ganz bestimmt. Und das Coole ist, ich glaube, das ist nämlich der Trick bei der ganzen Geschichte hier. Wir haben diesen Hauptschlüssel gefunden an einer Stelle. Und ich wette, der Hauptschlüssel ist dafür dann da, dass wir zu diesem einen bestimmten Punkt kommen, den ich die ganze Zeit versucht habe zu finden. Oh, seht mal! Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Huh. Kriegst du das hin, Alleskönner? Wasserablauf. Das muss es sein. Na dann. Ziehen wir doch mal dran. Nanu? Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte. Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris. Wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber ich... Die Pumpe müssen zwei gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da.
Du scheinst ja Plan zu haben. So, einfach mal. Aha, das ist sie, oder was? Jetzt bin ich mal gespannt. Die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Oh, jetzt müssen wir. Oh nein! Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie uns abwechseln oder so. Bewege links nach oben, um das Ventil zu öffnen. Die Nadel des Wassermessgeräts wird sich von rechts nach links bewegen. Okay. Drücke in schneller Folge X, bis die Nadel links angekommen ist, um den Zielbereich zu vergrößern. Sobald sich die Nadel wieder nach rechts bewegt, bewege links innerhalb des Zielbereichs nach unten, um das Ventil zu schließen. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Also los. So. Achso, ah, okay, alles klar. Hab's verstanden. Versuchen wir es nochmal. So, ein Fehler muss immer drin sein. Und jetzt geht das Ding runter und zack. Toll, das haben wir jetzt einmal gemacht. Das heißt, das müssen wir noch einmal zweimal machen. Nein! Das geht echt flott. Nicht so hektisch. Ich habe da eine Idee. Nochmal. So. Das sieht doch schon besser aus. Nein! Minimal. So, jetzt aber. Ich glaub's ja wohl nicht. Versuchen wir es nochmal. Okay. Das zweite Mal. So. Und. Wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, ne? Hat doch geklappt. Okay. Das kriegen wir hin. So, und... Alter, wie flott das geht. Nicht so hektisch. Also los. Und... Das ist... Klappt nicht, wie? Das sind die Arten von Minigames. Ich meine, ich habe sehr, sehr... Nein, ich habe sehr, sehr lange C64-Spiele gespielt. Aber Links-Rechts-Koordination ist echt ein dreckiges Ding. Komm. So, das muss jetzt klappen. Sag ich doch. Peinlich! Geschafft! Großartig! Komm, gehen wir zurück. Cloud macht sich sicher schon Sorgen. So, Cloud, your turn. Achso, selbst ist die Frau. Check. Und da fließt das Wasser ab. Herrlich. So muss das sein. Hat ja gut geklappt. Was hast du erwartet? So, super. Ich bin stolz auf euch, Mädels. Und ich glaube, jetzt wird wahrscheinlich die Möglichkeit da sein, hier nochmal ein bisschen weiter die Kanalisation auszuwischen. Warum kommt ihr denn jetzt auf einmal aus dem Nichts daher? Achso, ja klar, ich habe euch das Wasser geraubt. Böser Cloud. So. Hat Eris eigentlich jetzt auch Feuer? Nee, hat sie nicht. Na, dann ist egal.
Oh nein! Habt ihr das gerade gesehen? Cloud war Frosch? Finde ich auch. Ich habe mich gerade gewundert, wo kommt denn auf einmal der Frosch auf einmal von der Seite angewirbelt? Es war Cloud! Das war ja süß. Okay. Der Weg scheint frei zu sein. Also, mehr oder weniger frei. So, erstmal Feuer, Feuer, Feuer. Wenn dann richtig. Oh, das schläft. Und da fliegen sie. Aber hier gibt es noch mehr. Das Wasser. Ah, wollte gerade sagen, das Wasser kann man noch weiter abgehen lassen. Nee. Wir haben hier noch einen weiteren Weg. Das ist der Punkt. Oh. Moment. Hier war doch eine zweite Leiter. Zumindest war ich der Meinung, die gesehen zu haben. Na komm, auf dich. Und einmal Fertigkeit. Auf den, der noch nicht geschaden hat. So, fein. Ich war der Meinung, ich habe hier noch eine zweite Leiter gesehen. Deswegen dachte ich, dass das die richtige gewesen wäre hier. Ah ne, das sah nur aus wie eine Leiter. Das war aber gar keine. Ich dachte, hier vorne ist eine. Plate. Nicht so gut gelaufen. Na gut, dann gibt es hier wohl nicht viele Wege. Ich gehe vor und sichere den Ausgang. Ich will aber noch nicht vorgehen. Ah. Wofür war jetzt der Schlüssel, den wir gefunden haben? Nee, wenn wir nur tiefer gehen, wir aus dem Weg. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Geht schon mal vor. Hä? Los. Ja. Du auch. Aber es sind zu viele. Kümmere dich um Eris. Beeil dich. Ich warne euch. Ich bin verdammt stark. Okay, dann sind wir halt eben wieder hier. Aber ich bin echt verwirrt. Es muss doch... Ich hab's. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Ich dachte nur gerade, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich glaube fast, dass die Kanalisation und der Punkt bei Don Corneo zwei, also die gleichen Punkte sind.
So, wir sind in Sektor 7 angekommen, am Eisenbahnfriedhof. Da, wo wir nicht drauf gehen konnten, wo ich mich noch ein bisschen... Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Also, wir sind schon in Sektor 7, definitiv. Aber das ist so die Stelle, wo ich damals, als ich den ersten Reaktor hochgejagt habe, immer gelevelt habe. Immer zwischenzeitlich. Also es ist kein, man muss hier nicht leveln. Aber da gab es so einen kleinen Trick in der alten Version. Und zwar haben die Gegner, die hier rumlaufen, Ether gegeben. Unheimlich. Hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer, auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken? Das sind sicher nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Okay. Zwei Dinge. Also erstens, wie gesagt, die Gegner hier haben häufiger Äther fallen lassen. Und Äther sind gerade im Anfängerbereich unheimlich teuer. Im alten Final Fantasy 7. Und damit konnte man sich sozusagen seine Geldbörse einmal komplett aufbessern. Hallo Ratten! So. Das war abzusehen. Und darum war das eigentlich eine ziemlich coole Angelegenheit, wenn man dann halt eben hier rumgelaufen ist und schon am Anfang die Gegner angefangen hat zu verprügeln und zu terrorisieren. So, mir ist klar, dass wir hier an manchen Stellen, dass wir hier auch ganz schön viele Umwege gehen werden. Das hat aber auch seine Gründe. Weil auch hier möchte ich nicht unbedingt irgendwas links liegen lassen. Wie zum Beispiel eine Kiste mit einem Mithrilstab. Nebenbei hatte Aeris schon mal einen, eine neue Waffe bekommen. Und wir sollten mal echt mal gucken. So, wir haben hier den Mithril... Au. Na, ja, wobei, der ist nicht ganz so schlimm. Und liefert gleich von vornherein drei... Ja, alles klar. Nee, der ist schon echt bombastisch. Also ein bisschen weniger Abwehr und ein bisschen weniger Attacke. Aber trotz allem ist das Ding vernünftig. Dann... Modifizieren wir das Teil für Aeris nochmal. Damit sie damit auch noch ein bisschen mehr machen kann, als nur ein bisschen Pling Pling. So, magische Attacke, magische Attacke. What the? Okay, Aeris wird bombastisch werden. Hier sind 5 Punkte und hier 14. Bei voller MP Schaden von Angriffsmagie plus 20%. Ja, das ist schon geil. Aber tatsächlich ist das schon bombastisch. Ich werde auf jeden Fall alle Punkte hier reinwerfen, weil sie unglaublich viel Materia-Slots dadurch bekommt. Und noch zusätzlich mehr Schaden macht. Und höhere Magiepunkte hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Genau. Das ist richtig geil. Dann haben wir zwar keine Punkte mehr für den Teil über, aber wir können Aeris jetzt noch... Oh, das war doof. Hä? Ich dachte, die hat zwei Materia-Slots bekommen. Bin ich jetzt deppert? Zwei Materia-Slots hätte sie bekommen müssen. Da wird mir aber nur einer angezeigt. Ist ja seltsam. Nee, ich wollte nicht speichern. Ich wollte Aeris nochmal eine weitere Materie ausrüsten. So, Blödsinn. Da. So, sie hat Gewitter, sie hat Heilen, sie hat Frost und Gebet.
dann bekommt sie nochmal Glut dazu. Ne, Glut hat Cloud gerade. Wie sieht es denn hier mit Luft aus? Ja, sie kriegt nochmal Luft. Dann haben wir nochmal eine zweite Luftmaterie unterwegs. Das ist gar nicht mal verkehrt. Gut. Weiter. Hier sind wir durch. Das ist eine Sackgasse. Hier können wir noch durch. Und hier war noch ein... Hier war eine Leiter. So, und ich wette, hier kann man runter. Hätte man runter gekonnt. Ach, da drüben kann man runter. Kann man hier auf die Züge drauf? Nee. Früher musste man viel auf den Zügen auch rumlaufen. Huh? Was war denn das? Cute. Geisterscheinung. Aber ich will darüber. Da waren Kisten. Oh toll, ich kann die Kisten nicht zerdeppern. Ganz witzig. Oh, ein Geist. Da sind die Kisten. Die Mädels machen das schon. Die sind gut. Moment. Nee, nö, nö. Ja, Analyse. Wir haben hier neue Gegner. Eis. Okay. Hörst du mal auf, meine Mädels zu baggern? Du komisches Krabbenviech. Ein Greifkäfer. Hast du die Kinderstimmen auch gerade gehört? Ja, und nein. Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Hier waren keine Kinderstimmen, Mädel. Hast du Kinderstimmen gehört? Ich habe zwei Mädchen gehört, die Angst vor Gespenstern haben. Who you gonna call? Cloud Strife, Ghostbuster. Nachdem die Karriere als Kammerjäger nicht so gut funktioniert hat, hat sich Cloud Strife überlegt, mache ich doch was anderes, was hier besser funktioniert. Ich werde jetzt Geisterjäger. Ne. Was? Doch. Hey, Moment. Da flattern irgendwelche komischen Lichter durch die Gegend. Ist das süß? Da spielt irgendjemand mit einer Leuchtpistole oder so rum. Oder mit einer Pistole und Leuchtkugeln. Hast du die Leuchterscheinung gesehen? Ja, das seht ihr nicht, ne? Aber Stimmen wollt ihr hören. Aber wenn irgendwas da am Fenster durch die Gegend flattert, dann habt ihr es nicht gesehen. Ihr seid ja Helden. Oh. Guck mal. Fluoreszenzmarker. Das schaffen wir. Uns hält niemand auf. Hier wird mit UV-Licht geschossen. Aufpassen. Setz die Sonnenbrillen auf. Na, oh, guck mal. Ganz viele Patschehändchen. Die hatten Spaß mit dem Zeugs. Wonach sieht denn das aus? Oh, guck mal, hier haben wir zumindest schon mal, wie heißen die Dinger gleich, diese fliegenden Augen? Ariman, genau, Ariman, Einhörnchen, das könnte ein Mogri sein. Mit viel Fantasie ist das ein Mogri oder ein ziemlich böse guckendes Schweinchen mit Horn auf dem Kopf. Welches Feuer spuckt. Was haben wir hier? Das ist, ich glaube, das Kind, was sich hier ausgetobt hat, hat echt perverse Fantasien. Ich meine, es ist ein abgetrennter Kopf mit Segelohren, welcher von Ratten gefressen wird. Der Ariman ist mega sauer, weil, keine Ahnung, das sieht man an diesem komischen Wölkchen auf dem Kopf. Ach so, ja klar, weil der Typ hier drüben ihn die ganze Zeit anbrüllt. Ist ja klar. Der ist gar nicht böse, der ist eigentlich voll nett. Und guck mal hier, hier haben wir sogar einen Zubiris. Das Kind mochte Pokémon. Geil. Herrlich. So. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut und beantworte diese Frage im Chat. Wieso gibt es einen Hype um dieses Spiel? Es ist Final Fantasy VII. Es ist... Alleine der Name ist schon...
Es ist ein Kultspiel. Ein Kultspiel, welches komplett neu aufgelebt wurde. Final Fantasy VII. Ach, ich mach das in der nächsten Aufnahme. Bis zur nächsten Aufnahme.